Ja, moin Leute, willkommen zurück zum neunten Teil meines New and Tasty Let's Plays. Wir sind in Zulag 2. 29 Mutokons an der Zahl gibt es diesmal zu befreien. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir legen direkt los. Auf geht's. Wir schleichen einmal nach links, klettern hier hoch, ziehen an dem Hebel. Dann kommt der zweite Slick. Und wie immer chanten wir, damit wir einen von den Kollegen krallen können. Erschießen den anderen. So, dann gehen wir erstmal nach links. Haben wir wieder so eine Sprachbarriere, sage ich mal, damit dieses elektrische Feld weggeht. Danach kommt sofort so ein Slick runter. Den rotzen wir noch weg. Bringen uns hier um. Und dann haben wir den Anfang von Zulag 2 schon mal teilweise erledigt. Fahren jetzt hier hoch, da erwarten uns drei Türen. Ziel in den drei Türen ist es, jeweils einen Schalter zu betätigen. Und wir fangen mit dem linken an. Wir laufen einmal ganz komplett nach links, aktivieren den Alarm, das ist vollkommen Ritze. Achso, der kommt nicht zurück. Wir ziehen an dem Hebel, klettern sofort runter, lassen uns hier hängen, denn Fahrstuhl kommt, Slick kommt runter. Springt hier runter, wir krallen uns den wie immer. Und dann laufen wir komplett nach links und hauen die Slicks, die uns so in die Quere kommen, weg. Das ist nämlich der eine. Danach hauen wir hier so ein Sprachteil raus. Alles klar. Die beiden müssen wir sofort erschießen, wenn die kommen. Und danach. Ja, sie scheinen erst, wenn wir diesen Sprachcode eingegeben haben, sage ich mal. Die können wir schon mal retten. Das hätten wir uns eigentlich ersparen können. Wir holen jetzt erstmal die ganzen Mudokons. Hier passiert nichts mehr, wenn der Alarm ertönt. Sprechen die noch alle an. Danach aktivieren wir das Portal. Bekommen wieder unsere Spezialfähigkeit. Alles klar, sind alle befreit. Wir fahren den Fahrstuhl hoch. Wir müssen jetzt ganz nah an diese Minen ran. Und warten, bis beide Slicks relativ weit links stehen. Ansonsten erwischen wir die nämlich nicht. Wir müssen nämlich gleich chanten und die Fähigkeit aktivieren. So, jetzt können wir es aktivieren. Schön gedrückt halten, nicht vergessen. Das knallt ordentlich. Dann können wir hier runtergehen. Rufen die einmal zu uns und hier sagen wir denen, dass die warten sollen. Denn deswegen schön herangehen. Es kann übrigens nichts passieren, wenn wir zu nah dran stehen und chanten. Also wir fliegen nicht mit selbst in die Luft. So. Jetzt rufen wir unsere Kollegen ja her. Retten die. Dann können wir hier zurückrennen. Aktivieren den Hebel, den besagten. Dann können wir hier runter springen. Wir können uns hier einfach fallen lassen. Da passiert nichts. Man stirbt quasi nicht. Laufen wieder zurück in die Tür. Und damit ist die erste Tür erledigt. So. Weiter geht's mit der zweiten Tür. Wir laufen einmal komplett bis an diesen Vorsprung, müssen hier ganz schnell hochspringen, ansonsten rotzt uns der Slick wie immer weg. So, jetzt können wir uns hier so einen Slock schnappen. So, da können wir dem nämlich einen Befehl erteilen, dass er den Slick also angreifen soll. Dann rotzen wir den Slick noch weg, bringen uns selber um und haben den Part schon mal geschafft. Danach springen wir hier oben drauf, ziehen an dem Hebel, damit wir diese Lichtleiste oder Blitzleiste kaputt machen oder ausschalten. Rollen uns hier durch. Ab hier schleichen wir, damit das Licht nicht geweckt wird. Können uns in Ruhe so eine Granate schnappen. Der wacht zwar auf, aber läuft erstmal nach rechts. Dann hocken wir uns hier hin. Einmal hinhocken. Granate hinwerfen. Slick ist tot. Mal zwischenspeichern kann nicht verkehrt sein. Dann laufen wir nur bis hierher. Ansonsten machen nämlich hier die Hunde auf.
Krallen uns alle Mudokons. Die folgen uns. Chanten einmal und sind die gerettet. Haben wir über unsere Superfähigkeit. Dann können wir erstmal den Unterdrücker wegrotzen. Ziehen an dem Hebel, damit das offen ist. Rollen hier durch. Gehen in die Tür. Und damit ist die zweite Tür auch schon erledigt. Hier kann man wieder super kontrollieren, wenn wir hier bei 228 geretteten Mudokons sind. Hat man bis jetzt alles richtig gemacht, ist das nicht der Fall und es sind weniger. Haben wir irgendwo welche vergessen. Auf zur dritten Tür. Das wird ein bisschen schwieriger. Als erstes aktivieren wir hier einmal den netten Kollegen. Nehmen wir kurz ein Stück Anlauf. Zack. Denn, zack, der Kollege wollte uns nämlich ein bisschen verarschen. Der kann uns ein Stück folgen. Bis hierher, das reicht. Hier springen wir über die Minen und müssen sofort stoppen. Denn hier sind ein paar Slicks. Und wir müssen schauen, dass wir natürlich vorhin noch ein paar Granaten mitgenommen haben oder welche übrig geblieben sind. Macht hier am besten einen Zwischenspeicher, gerade wenn man auf schwer spielt. Wie gesagt, da hat man weniger Granaten zur Verfügung. Wir schmeißen jetzt hier eine Granate zwischen die Slicks. Zack, in der Hoffnung, dass wir alle erwischen. Das haben wir. Macht einfach nochmal einen Schnellspeicher, damit wir uns das nicht nochmal antun müssen, weil dann, man hat öfter mal einen Fehlwurf, der passiert halt einfach auch mal. Hier können wir drüber springen. Können die ganzen Mudokons anquatschen. Follow me. Du versaust mir meine Aufnahme, Kollege. Ziehen an dem Hebel. Rennen hier schnell lang, damit alle Mudokons runterfallen. Nehmt zur Sicherheit nochmal ein paar Granaten mit, aber die brauchen wir eigentlich gar nicht. Ihr könnt kurz da warten. Springen wir wieder hier rüber. Dann folgen uns die ganzen Kollegen wieder. Achso, wir müssen erstmal hier eine Granate wegwerfen. Zack. Damit die Minen am Arsch sind. Jetzt laufen wir ja noch ein Stück. Denn wir dürfen nicht zu weit nach links gehen, weil wir da oben einen Unterdrücker haben. Den könnte man natürlich jetzt auch mit einer Granate kaputt machen, aber die Zeit kann man sich getrost sparen. Sind wir bei 237, passt alles. Damit brauchen wir jetzt nur noch den Hebel aktivieren. Ziehen hier kurz an diesem Hebel, damit der Fahrstuhl hier runterkommt. Wenn wir jetzt hier hoch von oben angekommen sind, müssen wir sofort chanten mit dieser Spezialfähigkeit. Ansonsten sind wir im Eimer. Und damit haben wir eigentlich Zulag 2 komplett erledigt. Fahren wieder hier runter, rennen zurück. Gehen hier rein. Und das war's auch schon. Tür ist offen. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein paar Daumen da. Abos würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns im 10. Teil in Zulag 3. Macht's gut.